Moin Leute, da sind wir wieder. Dann wollen wir doch mal ein bisschen weitermachen. So, wir hatten die alle hier ja noch nicht geplündert. Und das machen wir dann auch mal. Da waren wir ja schon. Einmal 21 Gold nehmen wir mit. Gold nehmen wir mit. Die Pfeile nehmen wir mit. Da ist eine Schlange. Da ist ein Adler, Schlange. Naja, gut. Ein Hebel. Ein Drauger. Was hat er denn? Amethyst, Gold und Pfeile. Da ist ein Fisch. War das schon alles? Ja. Da oben ist eine Schlange. Ja, wie müssen wir die Dinger jetzt drehen? Das ist eine verdammt gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Aber ich denke mal, wenn hier Fisch ist, dann sollten wir vielleicht den Fisch auch in diese Richtung drehen. Hier ist die Schlange und da zeigt der Fisch hin. Da bin ich ja auch mal geneigt, die Schlange hinzudrehen. Und wir wollen zwei Eingänge, Adler und Schlange. Ich nehme aber mal die Schlange, weil ich denke mal, das wird der Schlangendurchgang dann auch sein. Also das wäre die logischste Anordnung. Wenn es nicht richtig ist, dann haben wir ein echtes Problem, weil dann weiß ich nicht, wie es weitergehen soll. Nein, es passt. Wunderbar, dann können wir hier weiter. Das wäre auch echt übel gewesen, weil dann wäre mir nämlich nicht mehr wirklich so viel noch eingefallen, was ich hätte probieren können. Na, da ist immer eine Stelle drin. Ja, hier kommen noch sicherlich gleich die nächsten Feinde. Ja, da ist schon der erste. Huch, hab ich mich erschreckt, meine Herren. Irgendwie habe ich gar nicht so viele Finisher-Moves, wie sie gesagt haben, die das Update bringen soll. Also ich hätte doch schon ein paar. Gerne ein paar mehr. Ich weiß nicht, ob das mit den zwei Schwertern, die ich benutze, zu tun hat oder nicht. Wie auch immer, wir gehen jetzt hier erstmal runter. Na, das war mir doch klar. Sobald ich runtergehe, stürmt von oben irgendwas Neues an. Da ist er. Komm her hier. Aua. Wer haut mich denn da? So. Um ist er. Dann geht's weiter. 23 Gold. Die Pfeile nehmen wir mit. Ich glaube, mit Pfeilen können wir die Jungs hier bald totschmeißen. Gold, den Amethyst nehmen wir mit. Ach, die Truhe. Mein Gott, die hatte ich ja beinahe übersehen. Dietriche nehme ich mit. Gold nehme ich mit. Und, oh, schön. Kräftige Ausdauer. Das ist natürlich hervorragend. Haben wir hier oben noch irgendwas? Nein. Ja, dann geht's ja mal weiter. Die Urne. Ja, den Ring nehme ich mit. Das wiegt ja immer nichts, ist aber schön viel wert. Denn, Leute, ihr dürft ja nicht vergessen, selbst wenn wir die Story dann hier mal durchhaben. Das Spiel geht ja weiter. Ach, den kann ich auch durchsuchen. Ja, schön. Nehme ich mit. Die 16 Gold. Kann ich die irgendwie. Ja, das geht. Die kann ich wegschlagen. Oh, nochmal speichern. Denn da kommt jetzt, glaube ich, eine ganze Latte. Oh. Haut ihr ab. Na, das mache ich doch mal hier am Eingang. Kommen die da durch? Nee, kommen sie nicht. Das ist schön. Dann kann ich nämlich mal Kollege Bogen benutzen. Und die alle mit dem Bogen umlatzen und so den Bogen noch ein bisschen skillen. Oh, Mensch, hör doch mal auf, mich hier mit diesem Giftmist
zu bewerfen. Komm her hier, Spinne. Zack, beide um. Gut. Da möchte ich ja mal gucken, was haben wir denn jetzt an negativen Effekten gerade drauf. Nö. Eigentlich nix, weil, ja, war nicht so schlimm wie gedacht. Gut, die Spinne gibt uns Gift. Ja, Gift benutze ich aber eigentlich nie. Da ist nichts weiter. Das können wir noch nicht mal wegklappen. Gift. Oh, mumifizierte Leiche. Ah, ein Dietrich, das ist schön. Und noch ein Dietrich. Ja, die nehmen wir doch mit. Nee, war das nicht hier? Da wollte ich reingucken, genau. Entschuldigung. Da macht mein Hals wieder mal die üblichen Probleme. Spinnenei nehmen wir mal mit. Also ich höre hier irgendwie... Das kommt mir bald so vor, als ob hier noch ganz viele Spinnen wären. Schauen wir mal. So. Ja, da ist die nächste. Und weiter geht es hier. Oh, noch welche. Boah. Alle um, schnell den Rest hier hochheilen, damit ich dann beim Heilen auch mal ein bisschen vorwärts komme. Das Gift eingepackt und noch mehr Gift eingepackt. Als ob ich es mir dachte, da musste doch irgendwas dahinter sein. Starke Ausdauer, sehr schön. Elfenpfeile. Ein Ei, ein Spinnenei nehmen wir noch mit. Ah! Da macht der einfach mal die Tür auf und kommt uns gleich entgegengelaufen. Darf der das? Nee, der ist jetzt nicht wirklich besser, als wir eh schon haben, oder? Ich gucke mal, ich packe mal unseren Bogen ein und dann gucken wir mal. Ja, der ist schlechter. Das finde ich auch ein bisschen doof, dass man da die Waffen wechseln muss, damit man sieht, ob das nun besser ist oder nicht. Das finde ich cool mit den Spinnenweben, dass die sich dann so auflösen. Das hat was. So, Salz nehmen wir mit. Ja, und dann lasst mich raten, Jungs, hier geht's auch gleich zur Sache. Uah, da kommt auch schon der Erste. Komm her hier. Da ist er. Gold, Knochenmehl, Pfeile, puff, fertig. Ich wollte noch mal gucken, welche Pfeile habe ich denn im Moment überhaupt eingestellt. Eisenpfeile, Schaden 16. Quatsch, Elfenpfeile, was erzähle ich denn da von Eisenpfeile? Elfenpfeile haben wir eingestellt, ja, das ist ganz gut so. Haben wir denn gar keine Zwergenpfeile? Doch da, Zwergenpfeile, Vulkanglas... Pfeil, 29 nur. Ja, ich denke mal, wir benutzen einfach mal die Elfenpfeile weiter. Das passt schon. Oh nee, das nächste Rätsel. Ich sehe es schon. Hier ist schon wieder irgendwas mit. Dreh mich. Da ist... Ist das eine Brücke? Nee. Ach Mann, ich bin noch immer so schlecht bei den ganzen Rätseln. Aber die 8 Gold nehmen wir mit. Oh, schöne Truhe. 20 Gold und die lassen wir mal drin, die Stiefel. Das ist mir zu schwer. Hier ist eine Schlange. Tja, da bin ich ja dann immer etwas ratlos. Da ist noch so ein Stein und lasst mich raten, Jungs, Mädels. Auf der anderen Seite wird auch so ein Stein sein. Haben wir hier noch irgendwas, was wir plündern können? Da ist der Hebel. Gut, diese Brücke muss also runter.
Wenn ich das richtig sehe. Gut, Fisch. Dann denke ich mal, werden wir das hier auf Fisch einstellen müssen. Wie wir das ja auch bei dem anderen schon hatten. Hier sollte es dann wohl der Adler sein. Zum Glück überfordern mich diese Rätsel im Augenblick nicht so maßlos. Das geht eigentlich noch. Dann sollte es hier Schlange sein. Und damit sollten wir, wenn wir den Hebel bewegen, auch die Brücke runterfahren können. Ansonsten, wie gesagt, ihr kennt das ja, dann haben wir ein riesiges Problem. Aber nein, es funktioniert. Gut. Das ist schön. Noch eine Urne. Magica, nehmen wir mit. Das Gold sowieso. Gold. Zaubertrank Heilung. Ansonsten ist hier nichts weiter. Ja, dann kommen wir hier jetzt in den Tempel. Aber ich möchte nochmal richtig speichern. Na, mach doch. Hallo? Speichern? So. Ja, dann gehen wir doch mal in den Tempel und schauen, was uns da so erwartet. Da ist schon Kollege nächster Gegner. Weiß nicht, ob der uns jetzt schon... Haust du ab? Mann, ich will doch auch mal ein bisschen hier mit dem Pfeil und Bogen. Naja, den halten wir schon ganz gut aus. So. Jetzt sind wir auch wieder versteckt. Passt schon. Ja, wenn ich meinen Bogen noch ein bisschen skillen will, dann muss ich die Leute auch mal ab und zu mit dem Bogen umlegen. Da bleibt mir gar nichts anderes übrig. So, dann sneaken wir noch mal etwas weiter hier. Da ist der nächste. Puff. Na, entdeckt hat er uns sowieso schon. Davon mal ganz abgesehen. Hier, was randaliert denn der da rum, ey? Der wirft da die ganzen Dinger runter. Oh, da ist noch einer. Mal gucken, ob der andere da jetzt wegkokelt. Das war ein One-Hit. Yeah. Junge, da schieß ich doch vor dir. Ha, zack. Sehr schön. Hat super geklappt. Nur meine Waffen sind mal wieder rausgelöscht. So, eins, zack. Kann schon mal passieren. Alles gar nicht so schlimm. Damit kann ich ja mittlerweile leben. Knochenmehl. Oh, 4 Elfenpfeile. Das ist schön. Kriege ich meine Pfeile, die ich in ihn reingeballert habe, also wie der. Ja, da ist nichts drin. So, dann gucken wir doch mal. Was haben wir denn hier? Leintuch. Eine leere Truhe. Schade. Schade. Warum ist die leer? Dann können wir einmal auf diese Seite gehen. Was hat der denn? Gold? 15 auf Redekunst. Sehr schön. Elfenpfeile auch. Sehr schön. Und Nordpfeile. Aber das waren, glaube ich, nur die Pfeile, die ich in ihn reingeballert habe. Ich kann ja mal raten. Ich glaube, der hier hat genau einen Elfenpfeil. Nein, der hat keinen. Schade, den kriegen wir von diesem hier nicht wieder, unseren einzigen Pfeil, den wir da reingehämmert haben. Das macht aber nichts, dafür kommen wir weiter. So. Ah, ich sehe gerade, Leute, wir können auch skillen, aber die Folge hat ein Ende hier und von daher stelle ich mich mehr hier hin. Speicher mal richtig und in der nächsten Folge werden wir uns dann mal dem Skillen widmen und dann geht's weiter durch den Tempel. Macht's erstmal gut. Tschüss.